Und da sind wir wieder. Baywatch Berlin geht in eine neue Runde. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass diese beiden Herren wieder da sind. Ich möchte noch mal kurz erzählen, was wir hier eigentlich machen. Was ist Baywatch Berlin? Was soll das Ganze? Was haben Sie davon, liebe Zuhörer? Das schauen wir mal am Ende jeder Sendung. Das ist sehr individuell, was da so hängen bleibt. Wir machen das alte rhetorische Prinzip. Wir schmeißen alles an die Wand und gucken, was hängen bleibt. Und deswegen kann man vorher nicht so richtig einen Ausblick darauf geben, was Sie jetzt genau hier davon haben, wenn sie ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit in uns investieren. Ich kann nur sagen, der Grund, warum wir das irgendwann mal gemacht haben, ist eine Gemeinsamkeit, die uns ein bisschen verloren gegangen ist im hektischen Alltag. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Wenn ich wir sage, sage ich Thomas Schmidt, Jakob Lund. Wir sind Arbeitskollegen. Thomas kenne ich, seit er Praktikant ist bei Viva, hinten in der Ecke saß, mit keinem reden wollte, sein eigenes Leben sich auch anders vorgestellt hatte zu dem Zeitpunkt. Das stimmt, es fängt jetzt schon mit einer Lüge an. Nein, Entschuldigung, dass ich deine Rede hier unterbrechen muss. Ich war wirklich voller Hoffnung, ich war ein Jungspund, der was erreichen wollte im Leben, der irgendwie Hoffnung hatte, der irgendwie das sag ich auch. Positiv in den Alltag geblickt hat. Und dann habe ich, Ja, aber das hat ja alles nicht geklappt, deswegen warst du ja bei Viva Praktikant. Du hast vorher Film studiert und ich nehme mal an, dass du nicht Film studiert hast, um dann bei Viva den Chart-Tipp zu schneiden. Nope. Also, und genau mit der Stimmung. Klaas Wochenshow und die ganzen tollen Formate, die wir damals für 3,50 Mark produziert haben, die musstest du dann verantworten. Und ich glaube, dein Anspruch, so wie ich dich jetzt kenne, war damals auch schon nicht, da hinten links, da am letzten Katzenschreibtisch, da in der Ecke zu sitzen und Leuten zuarbeiten, die noch döver sind als du selber. Ich weiß nicht, ob das so das Lebensziel ist. Auf jeden Fall haben wir uns gemeinsam irgendwie zusammengetan und da rausgeholt. Und jetzt sind wir, naja, zumindest mal hier. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aus dieser Hinsicht betrachtet. So, Thomas. Voll Glück haut er seinen Kopf gegen das Mikrofon. Genau, das ist diese Selbstverletzung, macht er offen, ein bisschen Druck abzulassen manchmal. Jetzt ist Jakob Lund auch noch da. Ich kenne dich eher in erster Linie aus dem Radio. Du warst nämlich, du warst nicht der Hauptmoderator, sondern du warst der Praktikant von einem Berliner Radio-Urgestein, Tommy Wosch. Liebe Grüße. Der hat eine super Radiosendung gemacht, die hieß Ab 18 und da gab es immer einen Praktikanten, der wurde nie Jakob genannt, so wie du heißt, sondern immer nur Fetti. Ja, das stimmt. So ging es los. So habe ich meine ersten Medienspuren verdient. Und du bist immer noch in meinem Handy abgespeichert als Jakob Fetti. Ja, das stimmt. Damit ich mir merken konnte, welcher Jakob. Ja, das waren so die ersten Zeiten. Ich war eigentlich im Hauptberuf noch Jurastudent und fand das aber toll, was er da für Sendung gemacht hat. Auch der hat ja lange bei Fritz gesendet und war da begeistert von. Da ging eine neue tägliche Sendung los, immer um 18 Uhr, die hieß eben Ab 18. Und da durfte ich so an Tag 1 da irgendwie so mitmachen. Hab's nicht groß hinterfragt und das dann auch irgendwie ein, zwei Jahre gemacht. Ja, und das habe ich immer gerne gehört. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich in unserem Arbeitsalltag immer weniger Zeit, um es mal so auszutauschen. Und ihr seid ja für mich die zwei Fenster ins Leben, muss ich sagen. Ich bin völlig weggetrieben worden von der Welle des Erfolges an den Strand der luxuriösen Einsamkeit gespült worden. Moment, bist du nicht ganz wie in Brandenburg? Genau, das meine ich. Und, es klang jetzt so schön und so luxuriös, aber du bist ja in Brandenburg. Ja, exakt. Ja. Genau. Ja, das geht ja nicht anders. Das ist nun mal so. Das ist eben, das ist das erste Exil, in das man hier kommt aus Berlin. Klassischer Elfenbeinturm. Ja, genau. Ganz unten am der Pförtner vom Elfenbeinturm. Ja, aus alten Mauerresten. Also, jetzt ernsthaft mal. Ja. Bei uns in Monaco, da machen wir ja auch Social Distancing seit vielen Jahren, aber anders, als ihr das jetzt vielleicht denkt. Und mir gefällt es einfach mit so ganz normalen Typen, wie euch mal zu sprechen und mal zu hören, was kostet der Liter Milch, wie geht man miteinander um, was gucken so normale Leute im Fernsehen, was gucken die gerne im Kino. So, das ist für mich so ganz, ich fühle mich so richtig lebendig, wenn ich mit euch rede. Das war uns auch ein Anliegen, Klaas, weil wir haben auch gemerkt, dass das immer weiter verloren geht, so dein Bezug zur Realität. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, ob du da aufs richtige Pferd setzt mit uns beiden. Doch, auf jeden Fall. Für mich wir so die perfekte Stimme des Volkes sind, das wage ich zu bezweifeln. Für mich seid ihr der perfekte Durchschnittsmensch. Oh, das ist ein nettes Kompliment. Gut. Ja, nicht zu schlau, nicht zu doof. Nicht zu laut, nicht zu leise. Apropos, wir senden ja jetzt früh morgens auf ProSieben. Also ihr, liebe Fans, ihr hört natürlich den Podcast jetzt Donnerstagnachts kurz nach 0 Uhr, wenn er erscheint, auf allen Plattformen. Lasst uns ein Like da. Und die Fernsehzuschauer jetzt am Fernsehgerät, die wachen ja praktisch um 0.30 Uhr nach Late Night Berlin mit uns auf. Wir sind damit die erste Morgensendung und deswegen würde ich uns erstmal allen empfehlen, dass wir so ein bisschen so eine Morgenradiostimmung hier reinkommen lassen und auch ein bisschen unsere Stimmen verstellen, damit die Leute nicht schockiert sind. Ich bin momentan großer Experte, was Radio anbetrifft. Ich höre auch sehr viel Radio. Ich höre sehr viel Radio momentan in der Küche.
Ja. Habe so ein klassisches Küchenradio wie meine Oma. Da lief bei meiner Oma lief da immer NDR 1 oder wie meine Oma selber gesagt hat, der Schweinesender. Und das war so ein Radio, was so unter die Küchenarmatur geklebt war. Ja. Und da durfte sie das immer hören. Da lief halt ihr ganzer Volksmusik, Schlagerkram und so. Und wenn wir Kinder dann kamen, musste sie es ausmachen, weil es nicht zu ertragen war. Und so habe ich das aber jetzt auch. Und ich stelle dann immer coole Radiosender ein. In Berlin gibt es ja ein, zwei und so. Ja. Und dann wird mir am nächsten Tag dann wieder umgestellt auf so einen normalen Berliner Hausfrauen-Radiosender, so, ne, den man so in der Küche eben hört. Und dann frage ich, warum? Und dann heißt es, ja, da lief gestern Abend nur Techno. Sag ich, das bezweifle ich, dass da nur Techno lief. Und auch das Wort Techno ist auch nicht mehr so ganz das, was das vermutlich so da gelaufen ist. Nee, da lief nur Techno, das haben wir ausgemacht. Und dann läuft halt wieder Roy Orbison. Aber Jakob, was können wir denn machen, damit wir ein bisschen so eine andere Stimmung kommen? Das heißt also, ihr macht erstmal die Stimme so ein bisschen tiefer und dann macht ihr so ganz unnatürliche Sprechpausen, die ihr aber mit dem Stimmkörper so ein bisschen ausfüllt und dann redet ihr mit ganz viel unnatürlicher Energie. Also, schöner Titel gerade von Mark Forster. Schöne Nummer. Guten Morgen, 6:06. Ich bin's, ihr Jochen Truss von 102.2 Berlin mit dem 50-50-Mix. Und hier ist er, unser Schmitty in der Verkehrsleitzentrale. Schmitty, welche Staustufe haben wir aktuell? Hallo, Hallöchen. Wir haben Staustufe Rot. Keine Ahnung. Also nichts geht mehr, Schmitty. Ja, nichts geht mehr. Auf der großen Monitorwand. Klasse. Was erwartet uns für Temperaturen? Wie startet der Morgen? Also ich müsste ja jetzt ganz kurz, weil du bist ja perfekt besetzt in dieser Rolle und normalerweise braucht ja so einer, so ein testosterongeladener Jochen, braucht ja immer dann so eine Frau, die ihn so ein bisschen bewundert, die er voll labern kann. Ne? Genau, die sitzt auf der anderen Seite, die ist so ein bisschen frech und findet das auch ein bisschen cool, was er so für ein Macker ist. Ja. Und die sagt dann, Jochen, also wirklich, das ist ja toll. Ja, du fährst bestimmt am Wochenende wieder mit dem Motorrad raus, denn das Wetter ist gut dafür. Also, jetzt will ich dich aber schon unterbrechen, weil meine Airtime ist. Genau, Gabriele. Aber wir sagen ja immer, also man sagt ja auch immer, also der April, der macht, was er will und da macht er also seinem Namen wieder alle Ehre. Sehr gut, Gabriele. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen was auf die Ohren. Gleichstrom, Wechselstrom, AC/DC. Und die haben hier ein richtiges Rockbrett. Da einfach mal die Halle jetzt aus dem Schuppen holen und ein bisschen über die Alleen fahren. Das kann man Ihnen nur empfehlen. Ganz egal, ob Sie jetzt gerade beim Müsli sitzen oder sich auf einen Arbeitstag freuen. So kommt man schön zur Arbeit. Ich bin's, Ihr Jochen Truss, 50-50 Mix, 102.2 Berlin. Also, das ist ja das. Das ist ja das, was man wirklich oft hört. Und ich muss sagen, diese grundsätzliche Radioatmosphäre, die mir so entgegenkommt momentan, die beunruhigt mich eigentlich eher. Weil die neue Haltung der Radios und überhaupt der Medien ganz oft, aber vor allem auch Radio, ist ja der gute Freund, die starke Schulter zum Anlehnen. Es ist nicht mehr nur die besten Hits der 70er, 80er, 90er alle auf einmal in der nächsten Viertelstunde, sondern es geht nicht darum, die Leute praktisch fröhlich in ihren Alltag zu schießen, sondern es heißt immer, wir sind für Sie da, wir sind bei Ihnen. Es ist eine schwere Zeit, aber wir schaffen das. Da ist Licht am Ende des Tunnels, was ja eine gute Haltung ist, weil viele Leute sich dadurch wahrscheinlich so ein bisschen an die Hand genommen fühlen. Aber die machen das so doll, dass ich das Gefühl habe, da lügt mich halt jemand an und das wiederum setzt wiegt in mir, dich in Sicherheit. Ja, der wiegt mich so in Sicherheit, aber die übertreiben das so doll, dass das in mir eine Unruhe auslöst, wo ich dann immer denke, Leute, so schlimm kann es ja gar nicht sein, dass ihr jetzt von morgens bis abends 24 Stunden das Gefühl habt, ihr müsst mich mit jedem Satz, den ihr sagt, müsst ihr mich beruhigen. Und da sind auch alle 10 Minuten, rufen die mal Leute an und fragen die, wie es denen geht und die sagen dann, ja, uns geht's schlecht und dann wird geheult und dann sagen die, ja, aber wir schaffen das. Und dann legen die wieder auf. Und das ist momentan, also mich verunsichert momentan diese salbungsvolle Stimmung im Radio. Was doch echt kurios ist, Schmitty, du hörst ja eigentlich kaum Radio. Nee. Es gibt einen Berliner Radiosender, der redet immer, über den haben wir uns auch schon unterhalten am Montag, der redet immer von einem unbekannten Spender. Ein Investor. Ein unbekannter Investor. Und dieser unbekannte Investor, der wiederum gibt Leuten, die durch Corona in die Krise, in die Not geraten sind, Geld. Aber das ist so praktisch deren Radiothema jetzt. Ne? Die Menschenkette im Radio. Genau, der unbekannte Investor hat Sie, Gabriele, ausgewählt. Das ist jetzt so ein Radiospiel geworden. Nicht mal ein Spiel, sondern dann sagt die, ja, also mir geht das nicht gut und da ist ein bisschen Geld jetzt weggefallen. Und dann, genau, Gabriele, und deswegen wird unser unbekannter Investor in Sie investieren. Hier gibt's die Soforthilfe, kleine Spritze und jetzt erstmal R.E.M. Losing My Religion. praktisch zwischen zwei. Aber was gibt's denn da? Also wirklich da Geld? Ja, Geld, ja, vom unbekannten Investor. Ja, und da wird dann so mit der Methode Dartpfeil wird ausgewählt, wer... Ja.
Geld kriegt, das ist ja eigentlich gut, ne? Total gut, aber das zieht sich halt durch dieses ganze Radioprogramm und dadurch hat man das Gefühl, es ist eigentlich das Gegenteil passiert, also dieses Gefühl, was einem vermittelt werden soll, wird dadurch ein bisschen weggenommen, dadurch, dass erstmal natürlich gerechtfertigt werden muss, warum schöne Momente jetzt gerade ganz wichtig sind, indem man ständig erzählt, wie scheiße alles ist und das macht einen wahnsinnig, ne? Und dann habe ich habe auch mittlerweile das Gefühl, weil ganz oft dann auch Leute gefragt werden, auch Gesprächspartner, die zu ganz anderen Themen da anrufen, werden dann gefragt, ja, was vermissen Sie denn so? Und jetzt ist ja der ein bisschen wackelig und ein bisschen komisch formulierte Bundesliga-Start. Und da ist natürlich ein großes Thema im Radio, dass alles wieder normal ist. Wenn ich wieder schön bei meine Hertha gehen kann. Wenn ich schön bei meine Hertha gehen kann. Unverschämtheit. Wenn ich mit einer Bratwurst und ein Bier in der Kurve stehe und ich wieder schön bei meiner Hertha gehen kann, dann ist für mich das auch vorbei. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, wo ich ja noch nie schön bei meine Hertha war. Ne? Warum eigentlich nicht? Naja, würde ich jederzeit mitnehmen. Weiß ich. Ich würde dich auch mal mit zum Eishockey nehmen, aber ich weiß, dass du kein Interesse an zahnlosen Assis hast. Deswegen nehme ich dich nicht mit zu den Eisbären. Ja. Und so, oh, das gibt richtig Stunk. Ne? Ja. Meinst du? Also, dass du die Eisbären-Fans, ne? Puh, Eisbären? Dass du die halt als zahnlose Assis beschimpft hast. Nein, nicht die nein, die Eisbären-Fans nicht, sondern immer die gegnerischen Teams. Nur weil wir 0 Uhr laufen, ne, brauchst du nicht denken, du kannst dir alles nein, rausnehmen. Nein, das hat mir völlig falsch verstanden. Die Eisbären-Fans sind ganz distinguierte, tolle, schlaue Leute. Mhm. Nein, ich meine nur, die müssen ja gegen irgendwen spielen. Und dann, kommen manchmal die Auswärtsfans in die Stadt. Ach so. Genau, die Auswärtsfans. Ja, die nicht deklarierten Auswärtsfans. Ne? Da kommen dann mal von, ich weiß nicht, wie die heißen, die Füchse oder was. FC Assihausen. Ja, oder so. Da kommen dann irgendwelche anderen Eishockey-Fans kommen dann, nein, Eishockey, das weiß ja jeder, dass Eishockey-Fans gerade in Deutschland, international auch, weil die Regeln ja auch da dem so ein bisschen entgegenkommen, das ist natürlich, im Prinzip ist das ein intellektueller Sport. Das ist im Grunde Polo und Schach. Ja, so eine Mischung, also nicht Schachbox, sondern Polo und Schach. Ja. Man spielt die ganze Zeit Schach und zum Runterkommen ein bisschen Polo. Mhm. So, und in der Grundhaltung wird man Eishockey-Fan. Ja. Und bei mir ist aber mittlerweile auch so, dass ich wirklich auch das Gefühl habe, wenn das alles vorbei ist, dann gehe ich auch mal bei meiner Hertha, weil mir das so eingeimpft wird die ganze Zeit. Ja, klar, von wem? Von Jakob? Nee, vom Radio. Vom Radio. Die klar, sagen seit Wochen nichts anderes mehr, als wenn ich bald wieder bei meiner Hertha in der Kurve stehe. So kommt er morgens schon rein. Er sagt, Jakob, weißt du was, wenn es mir wieder gut ist, wenn ich bei meiner Hertha in der Kurve stehe. Da hat er sich sehr gewundert, so bin ich am Montag, habe ich ihn so begrüßt. Ja. Und ich glaube mittlerweile, dass ich das jetzt auch brauche, um einfach diese Klammer emotional zu schließen für mich. Weißt du, Klaas sitzt da in Brandenburg, da passiert original nichts, hört den ganzen Tag nebenbei, denkt er Radio und wird so komplett gehirngewaschen, hat wahrscheinlich auch schon 10-mal sich beim unbekannten Investor vorgestellt, dass er wohl mal im Garten mal ein neuer Grashalm sein muss. Da wird es interessante, ich glaube noch interessante, wie soll man sagen, Phasen geben, in denen das Finanzamt dann... Völlig entgegengesetzt zur unkomplizierten Vergabe von Corona-Hilfen. Da wurden ja also schnell mal, weiß nicht, was waren das, 5.000 Euro oder so hier rausgegeben. Berlin, jedes Bundesland ist genau, anders, Wurden 5.000 Euro rausgegeben an Leute, die mal grobe Infos über ihren derzeitigen Lebensstand, was ja eigentlich total toll ist. Man erwartet unbürokratische Hilfe, die hat stattgefunden. Und da haben jetzt also viele Leute ganz schnell mal Geld bekommen, die schnell Geld brauchten. Und das ist ja eigentlich total toll. Aber es gibt, und ich schwöre 100%, ganz viele Leute, die im Prinzip genug Geld haben, die sich, wo sich das so rumgesprochen hat, dass man dann nur dreimal seinen Namen schreiben muss, dann kriegt man 5.000 Euro. Innerhalb von 2 Tagen wurde überwiesen. Genau, mit so einer Blitzüberweisung. Ja. Aber meint ihr wirklich, dass jemand so verkommen ist? Ja, auf jeden Fall. Und das wird man alles rauskriegen, weil nämlich, so ist das, Finanzamt sind vielleicht nicht die schnellsten, sie sind aber die genauesten. Ja. Sie sind geduldig wie Steine. Und irgendwann in ein paar Jahren heißt es, Momentchen mal, Herr und Frau XY, ich habe hier gesehen, dass wir ihnen mal 5.000 Euro überwiesen haben. Erinnern Sie sich noch an die Corona-Krise? Wieso eigentlich? Aber nochmal. Du denkst, dass reiche Leute, sagen wir mal Promis, aus dem TV vielleicht, dass die die Dreistigkeit besitzen, diese Soforthilfe einzustreichen. Das denke ich, ja. Und damit ihren Pool tapezieren. Oder? Das könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, mir ist jetzt eine Show weggebrochen? Nee, noch nicht mal. Mir könnte eine Show weggebrochen sein. Mir könnte eine weggebrochen sein. Oder ich bin einfach hier auch als Künstler. Klar habe ich jetzt viele Millionen, aber wie sieht es nächstes Jahr aus? Weiß man nicht. Man muss vorsorgen. Ja. Dann nehme ich die 5.000 mit. Wer weiß. Also Klaas, das kann ich dir nicht glauben. Ja, ich glaube, da schwindelst du uns an. Ich schwindel ja gar nicht. Ich vermute ja auch nur. Klaas kann ja nur vermuten. Ich kann ja nur vermuten. Ich kann eine Vermutung anstellen, dass das TV-Promis gemacht haben. Es ist ja auch könnten. So, dass auch sicher
es gewisse rechtliche Rahmenbedingungen gibt, auch in einem Podcast, überall, wo man publiziert. Und da kann unser lieber Freund Klaas selbstverständlich nur Vermutungen anstellen. Ja, klar. Was könnte? Ja, klar. Was ist vielleicht? Ja, ja. Was ja. hat er vielleicht gehört? Bei so einer heiklen Sache will man auch kein Falschbeschulder sein, ne? Jetzt kommen wir mal zum Man muss ja auch sehen, man gibt ja eine sogenannte eidesstattliche Versicherung auch ab, dass man das Geld braucht. Ja, ja, sicher. Und wenn man da nicht die Wahrheit sagt, dann ist das ja eine Straftat. Ja, klar. Das darf man natürlich nicht. Macht. Also mal ein anderes Thema vielleicht. Ja. Vielleicht können wir aber nicht kurz einmal, weil wir senden jetzt hier so ganz normal vor uns hin, ja? Und jetzt geht es immer von einem ins nächste. Der Elefant im Raum wird nicht angesprochen. Wir sind hier bei ProSieben. Es ist 0.30 Uhr, jetzt wahrscheinlich schon wesentlich später. Mhm. Wir haben jetzt einen neuen Sendeplatz. Ja, was löst das in uns aus? Klaas. Fragen an den Prominenten. Oh. Also, ich bin ja ein großer Freund von Chatverläufen, ne? Und manchmal kann man die auch, sind die recht amüsant. Und so hat sich's auch wieder zugetragen diese Woche. Jetzt, wir liefen normal immer donnerstags nach Red, ja. ja? Und haben da so ein bisschen, sagen wir mal, die Quote runtergekegelt, ne? Und es ist irgendwann auch ProSieben aufgefallen. Ja, ja. Und da hat unser guter Freund und Kollege, der Unterhaltungschef von ProSieben, Hannes Hiller, hat uns eine Textnachricht geschrieben. Ja, da wird dann nicht mehr angerufen, ne? Ich sag mal, ich möchte ihn mal gerne wiedergeben, weil sich da irgendwie was durchzieht, was seit dem Moment, dass wir hier Kameras aufgestellt haben, um diesen Podcast zu machen, ja. fühle ich mich wie der alte Hiob aus der Bibel. Mir widerfährt nur Schlechtes. Ich werde überall gedemütigt. Eine graue Wolke ist über mir. Und das hat jetzt nochmal seinen Höhepunkt, nachdem ich hier irgendwie nur eine Stimme in so einer blöden Abstimmung bekommen habe, wer hier der beliebteste ist. Jetzt. Ich dachte, ich kriege eine Frage gestellt. Ja, jetzt hier. Die kommt. Ich nur angemeckert. Die kommt. Es ist noch eine Steigerung möglich gewesen. Und zwar schreibt Hannes Hiller: Hi zusammen, wir gehen auf den Montag hinter Late Night Berlin. Ja, vielleicht verlieren wir ein paar Zuhörer, die unbedingt von Spotify oder Co. das hören wollen und irgendwie früh dran sein wollen. Aber das Potenzial hinter Late Night Berlin sollte größer sein. Ja klar, weil ich eine top erfolgreiche Supershow bin, wo natürlich immer noch hinten was überfällt. Absolut, absolut. Und da habe ich geschrieben, so, da unterschätzt man ja oft, ne, das Potenzial nach 0.30 Uhr. So. Und da raucht es richtig. Da schnellt die Quote hoch, das glaubst du gar nicht. Ne? Also ich finde es ja nett, er versucht uns so wie so kleine Kinder, das so schon beizubringen, dass das jetzt nicht optimal lief an dem Tag. Und dann will er uns so in Watte packen. Aber jetzt ernsthaft, wir sind ja lang genug dabei, dass wir wissen, was da die Stunde ist. Genau, du bist ja da überhaupt nicht dünnhäutig, das merkt man ja auch. Naja, er schreibt mir dann zurück, ne? Du hast halt einfach kein vor 0 Uhr Gesicht, mein Lieber. Ja, so. Ist das die Wahrheit? Und du schreibst noch endlich einen Satz zum Tätowieren. Schmitty hat kein vor 0 Uhr Gesicht. Finde ich, das ist was, da kann ich mich am Wannsee mit sehen lassen, oder? Schmitty, ja. Deine Frage an den Prominenten. Ja, meine Frage an den Prominenten ist, ich merke wirklich, in dem Moment, wo wir mitgeteilt bekamen, dass wir irgendwie verlegt werden, in die Nacht verlegt werden, habe ich mich so sofort geschämt wie so ein Aal. Ja. Wirklich, ich habe mich kaum noch vor die Tür getraut. Junge, ey. Ich muss meinem Vater beichten, dass er mich jetzt nicht mehr donnerstags um 11 sieht, sondern eher so nachts um 12:30. Ja. Wie gehst du mit Niederlagen um? Also ich würde jetzt erstmal, müsste man ja die Definition anstreben, dass das hier eine Niederlage sei. Also ich finde, es ist immer noch ein Schildbürgerstreich, dass wir hier einen Podcast im bundesweiten Fernsehen ausstrahlen. Ja, das ist hier nicht FAB-Fernsehen aus Berlin, sondern das ist hier ProSieben. Und hier sitzen also drei Leute, die aufeinander einreden in einer bildlich recht trostlosen Anordnung. Von denen zwei Drittel eindeutig nicht für die Kamera jemals erstellt wurden. Naja, von den zwei, auf jeden Fall, wo noch keiner so richtig weiß, wer ihr seid. Also viele jetzt, sagen wir mal nicht. Ne? Ja. Weil das einfach Redundanz bedeutet, man muss ganz oft immer im Fernsehen sein und dann irgendwann macht es so nach Jahren mal Klick. So, das ist einfach der psychologische Prozess. Der muss dem normalerweise vorausgehen. Jetzt haben wir das hier gemacht und dass das überhaupt einer guckt, dass das nach Red läuft, das ist doch schon der Witz. Also ich meine, das ist doch jetzt keine Niederlage, dass das jetzt genau da läuft. Normalerweise sollte das überhaupt nicht im Fernsehen laufen. Ich sag's euch aber mal, wofür habe ich mir den Smoking angezogen? Ja, jeden das Morgen haben wir uns jeden Tag gefragt, aber das ist doch deine Entscheidung. Wir wollen den Zuschauern was bieten, auch fürs Auge, so ein bisschen ein Angebot machen. Das ist auch bei Einzelnen bestimmt auf Gegenliebe gestoßen. Du bist bestimmt für so, sagen wir mal, eine sehr besondere Szene, bist du eine Art Kink.
Du bist auf jeden Fall für eine besondere Szene. Es gibt ja alles, ja. Es gibt doch die alte Regel, alles, was es gibt, darüber gibt es auch Pornos. Also du wirst schon irgendwie Leute inspiriert haben zu dem einen oder anderen. Und ich finde es gut, dass du dich da engagierst. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Und ganz ehrlich, ich würde auch Angst kriegen vor ProSieben, wenn denen alles sowas von egal ist, dass wir mit unserem Podcast nach Red laufen, nach dem Erfolgsformat Red, was mehr oder weniger eigentlich nur eine Verlängerung von Germany's Next Topmodel ist. Mhm. Und damit die Leute nicht merken, dass sie Red gucken, wird einfach die ganze Zeit über Germany's Next Topmodel gesprochen. Der alte Trick von RTL Extra. Da läuft irgendwas davor. Zwischendurch schießt man einfach ganz schnell, damals noch Birgit Schrohwange, jetzt nach sein Eckes rein. Hier ist es Annemarie Carpendale. Ganz kurz, zack, darf die ganz schnell sagen, hallo bei Red. Und dann geht im Prinzip eigentlich Germany's Next Topmodel das Magazin weiter. Und dann müssen wir den Audience Flow ein bisschen unterbrechen, indem dann wir da sind. Da kann man nur wirklich nicht mehr so tun, als wäre das noch irgendwie eine ausgebotene Verästelung von Germany's Next Topmodel. Aber Klaas, das habe ich seit Sendung 1 gesagt. Das war meine Argumente, weil dass das Quatsch ist, hier Kameras aufzustellen und uns beim Labern abzufilmen. Ja. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Es war Quatsch. Wenn morgen jetzt bei dir einer an der Tür klingelt und sagt, hier mein Freund, hier haben Sie 10 Millionen Euro. Und dann sagst du, oh ja, ist ja sinnlos, nehmen Sie mal wieder mit. Es ist manchmal, wenn einem Sachen so gegeben und die nimmt man dann hin. Einem geschenkten Gaul guckt man nicht auf die Quote. Und bei ProSieben ist es eh wie mit der Mafia. Wenn die sagen, pass mal auf, wir filmen den Podcast ab, dann sagen wir einfach, ja, werter Herr, alles Liebe, alles Gute. Ja. Das nimmt man nicht ab, Schmitti, in diesem Mediengeschäft. Und außerdem, das ist ganz schnell im Verruf. Vor allen Dingen, außerdem müsst ihr doch jetzt eigentlich auch viel mehr denken wie Desiree Nick. Ihr müsst doch jetzt eigentlich mit eurer Performance die hier... Die Gnade! Es geht gar nicht um das, was ihr hier macht, sondern ihr müsst doch jetzt darüber nachdenken, was habt ihr auf lange Sicht davon? Ja, was haben wir auf lange Sicht davon? Moment, das ist ja letztendlich euer Plan. Ihr müsst euch hier so positionieren und jetzt wird's interessant. So viel rausholen für euch, auch an Aufmerksamkeit. Ja. Und da ist natürlich ich das Smoking... Ich habe überhaupt keinen Bock auf Aufmerksamkeit. Schmidt, jetzt halt doch mal einen Rand. Der Mann gibt uns wertvolle Tipps. Wenn ihr wollt, dass ihr irgendwas davon habt, weil danach fragst du mich hier die ganze Zeit, was das hier eigentlich alles soll, dann musst du dir jetzt mal überlegen... du mit deiner koketten, ich will nicht ins Fernsehen arbeiten. Es ist nicht kokettiert. Doch, es ist nicht kokettiert. Das weißt du und das ist richtig niederträchtig. Du bist dass du mich geil jetzt auf so Fernsehen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich war in meinem Leben noch nie geil auf Fernsehen. Ach, komm, du Schmidt, du gibst doch zu. Also es ist, du findest das auch toll, wenn du dann mal heimlich irgendwo fotografiert wirst und so. Und das, natürlich hat jeder von uns eine gewisse Grundeitelkeit im Dieser Leibe. Mann wollte einen ganzen Baum vor sein Gesicht stellen in der ersten Fernsehausgabe. Ja, und hat er es gemacht? Nein. Weil ihn letztendlich seine eigene Koketterie dazu gebracht hat, den Baum mitzubringen und die Eitelkeit dazu gebracht hat, ihn nicht zu benutzen. Falsch, umgekehrt ist richtig. So, jetzt waren da wertvolle Tipps. Ich wollte gerade mitschreiben. Ja, also, wie machen wir hier was? Ihr müsst einfach, ihr müsst natürlich hier erstmal take the money and run. Ja? Also ihr müsst hier die Kuh melken, solange sie Milch gibt. Und dann müsst ihr gucken, was kommt danach. Ihr habt zum Beispiel mal angezettelt hier in den ersten Folgen, das habt ihr ein bisschen vernachlässigt, dass ihr eingeladen werdet auf Promi-Veranstaltungen. Ja, hat nicht geklappt. Hast ja, du das, irgendwas na, bekommen? Doch, ich muss zugeben, also das mir hat eine Dame geschrieben von den Duftstars, auf die wir beide gerne gehen wollen. Ich nehme an, auch Corona macht auch vor den Duftstars nicht halt, auch wenn sie sehr gut riechen. Auch hier wird man sich ja abgesagt haben, aber da hätten wir... wirklich hingehen. Willst du mich jetzt positiv stimmen, indem du sagst, theoretisch wären wir eingeladen? Theoretisch wären wir Gäste bei den Duftstars gewesen. Und, ja, und ihr könnt jetzt auch nicht erwarten, dass ihr sofort zu den Oscars geschickt werdet, sondern ihr müsst natürlich jetzt erstmal unten anfangen. Also ihr müsst euch jetzt in der Szene, da habt ihr jetzt einen halben Fuß in der Tür, da geht ihr jetzt erstmal zur Shop-Eröffnung von irgendeiner Deichmann-Filiale. Ja, würde ich ja gern hingehen. Ja, und das aber kommt... Ich gehe doch nicht einfach zu Deichmann. Nein, nach Corona. Ich gehe jeden Tag hin, bis sie Fotos machen. Nein, nach Corona. Dann schauen wir halt mal, dann müsst ihr euch jetzt hier so positionieren. Ihr müsst auch das Insta-Game natürlich härter spielen. Also da müsst ihr einfach von anderen Leuten lernen. Bei den Pochers, die Frau von Oliver Pocher, die hat ihren Insta-Account hochgeschossen wie keine zweite. Ja. Die ist vorbeigezogen an so ziemlich jedem. Da sind, was weiß ich, 800.000 Leute. Ich meine, guckt mal auf eure Insta-Accounts. Ja, das ist nicht ansatzweise vergleichbar. Erbärmlich. Ihr müsst ein bisschen euch engagieren und Erfolg kommt doch nicht mit der Post, Leute. Ich kann euch doch auch nur hier, sagen wir, die Fläche bieten und ihr müsst doch selber was machen. Du musst dich doch nicht fragen, was kann ProSieben für mich tun, sondern was kann ich für ProSieben tun? Was kann ich für mich selber machen? Du kannst doch nicht sagen, oh, ich kriege hier einen Sendeplatz oder so und was habe ich jetzt davon? Mhm. Naja, andere Leute, die würden töten für den Sendeplatz hier. Haben sie teilweise auch. Und schau dir einfach mal den Insta-Account an von Amira. Bis vor einem halben Jahr wusste man noch nicht so richtig, wer sie ist. Und jetzt haben die einen Podcast und sie überholt da gerade rechts da ihren Ehemann. Und das schaffen wir auch.
wenn wir das denn wollen. Und ihr müsst das halt auch mal machen. Ihr müsst mal ein paar Storys machen. Ihr müsst mal ein bisschen einblicken. Ihr müsst Haltung beziehen zu Sachen. Ihr müsst mal wer werden in der Öffentlichkeit. Ihr könnt doch nicht einfach immer so traurige, profillose Abziehbildchen sein von irgendwelchen Medienheinis. Von euch gibt es genug. Also ihr müsst doch jetzt mal gucken, was ist an euch speziell? Was ist die eine Sache, die euch besonders macht? Nee, klasse. Also da möchte ich dir Dank sagen für diese... Ich bin richtig erstarrt vor dieser Umdrehung von Fakten. Ja, das ist als so hätte mir jemals gesagt, bitte, wie kann ich denn Fame werden? So, ich möchte jetzt auch mal heiraten, ne, auf ein paar Lukaville-Festival oder so. Das ist mein Ziel im Leben. Und das hatte ich alles nie. Ich war der Typ hinter der Kamera. Ich wollte dich ja fragen, aber dann war das so laut da und dann haben die Assis immer nach Fotos gefragt und dann habe ich dich nicht gefragt, Schmitty. Ich wollte dich ja fragen, ob du mich heiraten willst. Aber jetzt mal ernsthaft, hinter dieser ganzen Frage an den Prominenten, das steckt für mich wirklich, ich bin ja wie Jakob auch, wie die Jungfrau zum Kind vor die Kamera geschleift worden. So, Na klar, wie so ein Kinderstar, ne? Ja, wie so ein Kinderstar. Richtig Mitleid, wie Britney Spears irgendwann ein bisschen besoffen deine Haare abrasiert. Macaulay Culkin, ja. Vom Papa angemeldet. So ist es, genau. Und ich bin hier die Hockey-Mom oder was, ne? Ja, tut mir leid, dass ich euch da mal wieder irgendwie so Möglichkeiten gegeben habe. Aber jetzt mal ernsthaft, ja? In dem Moment, wo ich wirklich, und das ist so, mein Vater schreibt dann, wie, ihr lauft jetzt montags, und ich merke, ich schäme mich dabei, ihm eine Antwort zu geben. Ich schäme mich sogar, aus dem Haus zu gehen, weil ich mir denke, ich habe so das Gefühl, alle gucken mich an, denken, naja, das war ja nichts mit dem Fernsehen. Ja, nach 5 Folgen eingestellt, oder was? Wegen zu viel Erfolg. Aber das ist eine interessante... Ja. Wie soll man sagen, so ein egozentrisches Verhalten. Dass man denkt, die ganze Welt dreht sich um dich. Gestern ist mir auch sowas aufgefallen, wo ich gemerkt habe, wie egozentrisch ich bin. Also wie sehr ich das Gefühl habe, die ganze Welt dreht sich um mich. Da war ich joggen in der Stadt und gucke auf so einen Brief, auf so einen Stromkasten und da ist so ein Plakat drauf und da steht drauf, durchhalten, weitermachen, nicht aufgeben. Und ich habe in dem Moment überhaupt nicht gedacht, dass das da vielleicht hängt, weil wir gerade alle im Lockdown sind, sondern ich dachte, die meinen mich. Ich schaffe die 2 Kilometer noch bis nach Hause. Ja, das kriege ich jetzt auch noch hin. Ja, aber du wandelst das in was Positives um. Ich habe wirklich die eiskalten Blicke der Leute, die mich verachtend angucken, wenn ich zum Bäcker schleiche. Ja, das ist natürlich eine große Spinnerei. Aber das ist eine Auseinandersetzung mit dir selber, die dir offenbar ganz gut tut, weil wir haben so ein paar blinde Flecken in deiner Persönlichkeit jetzt mal freigelegt und die kannst du jetzt bearbeiten. Das ist natürlich das Ding. Podcasten sehr verräterisches Medium. Da kriegt man sehr viel als Zuhörer über die Leute mit, aber man merkt natürlich auch so ein bisschen was über sich selber. Man kann sich schwer verstecken hinter diesen... Aber Klaas, ich habe jetzt 5 Folgen vorm Fernsehen verbracht, ja, oder vor Kameras verbracht. Ich habe jetzt gelernt, dass ich vor der Kamera nichts zu suchen habe. Das wusste ich aber leider auch schon bei Folge 1. Ja, das haben die bei ProSieben haben das auch langsam realisiert. Das hier war offenbar jetzt nicht der große neue Hit. Naja, du kannst dich auch mal fragen, was du noch als Quotenzugpferd so talkst, ne? Ja, momentan muss ich 4 Sendungen machen, damit ich auf die Quote komme, die ich sonst mit einer hatte, ne? Ja, so ist es. Man muss zusammenrechnen. Man muss hier, in Corona-Zeiten müssen wir auch mal so ein bisschen die Scherben zusammenkehren hier und probieren, aus der Scheiße ein Männchen zu formen. Und das kriegen wir doch eigentlich ganz gut hin hier, oder? Also ich freue mich, dass ihr das hier mit mir macht. Ob das nun mitten in der Nacht läuft oder ob wir tagsüber laufen, ob wir um 7:45 laufen, das ist doch egal. Hauptsache, wir haben uns, wir haben diese Zeit. Und die Zuhörer draußen am Podcast haben uns als ihre starke Schulter in dieser Zeit. Wir sind bei ihnen. Wir gehen gemeinsam mit ihnen durch diesen langen Tunnel, von dem wir alle nicht wissen, wie lange er sein wird. Aber Deutschland. Noch ein paar Claims. Ja, aber irgendwann, ganz am Ende dieser langen Reise, werden wir da stehen, uns in den Arm nehmen und 2 Tage später vergessen haben, was wir uns alles vorgenommen haben und dann geht die ganze Kacke von vorne los. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Klaas für Rumlauf. Letzte Woche haben wir noch gespottet über die Schwerlasttransporte und Border Control. Jetzt sind wir, ist das praktisch unser Gegenprogramm. Ich habe übrigens ein neues Wort für dich. Für mich? Ja, das ist mir eingefallen. Werter Herr oder? Nee, ich habe gestern... Inspirationsquelle. Nee, für dein Wort Schatz eher. Ach so, okay. Ich habe, du hast ja immer gesagt, wenn jetzt so Swinger sich zusammentun, ne? Ja. Also wenn jetzt 2 da sind und ein Dritter möchte mitmachen, der jetzt... Wie das heißt, ja. Da hast du gesagt, das wäre ein sogenanntes Dazugesellen. Genau. Ne? Dass man immer sich zu einer... Also da ist bereits eine Gruppe, die Sex miteinander hat, aber ein Siebter will jetzt noch dazu. Dann der kann sich dann dazu gesellen. Richtig, ja. Und wenn das aber alles schon passiert ist, ist mir jetzt eingefallen, gibt es noch ein Wort, was diese Leute dann machen. Ja. Nicht, wenn das praktisch schon komplett am Laufen ist und alle sich schon dazugesellt haben, dann tummeln sich die Leute.
Da wird sich oft getummelt. Ja, das passt. Das ist eigentlich so ein Begriff von so Robben, ne? Die sich so. Ja, Tümmler so sind eigentlich Delfine, oder? Oder Delfine, genau. Aber ja. So Robben tummeln sich da auf so einem Stein und so, ne? Ja, und die wälzen sich dann, ne? Ja, na so, ja, machen ja, die so das ja das auch, das, ne? Ja, genau. Da wird sich getummelt. Ich dachte, vielleicht kannst du mit dem Wort was anfangen. Das habe ich dir einfach mitgebracht. Als ist das hier schon Tummeln? Was wir hier machen, ja. Nein, tummeln darf man ja momentan. Nee, man darf nicht tummeln. Man kann nicht einfach absolutes tummeln. Tummelverbot, hat die Bundeskanzlerin erst gerade gesagt. Und ich habe noch ein weiteres Wort, was du auch gut findest. Ich letztens dachte, wenn man jetzt viel so sinnlos draußen ist, in dem Bereich, in dem man draußen gehen kann. Also wenn jetzt einer auf dem Balkon ist, gibt es das eine, aber es gibt auch Leute, die sind im Garten. Ja. Und wenn jetzt einer so durch den Garten so rumläuft und mal hier was macht und mal da was macht und so dann abends so dreckig reinkommt und so, und dann war der den ganzen Tag so draußen und keiner weiß so richtig, was er getan hat eigentlich. Ne? War irgendwie so im Schuppen, hat er irgendwie noch die alten Bretter nochmal von da nach da und dann hat er diesen einen Haufen nochmal weggeschüppt und dann irgendwie nochmal das alte, irgendwie da hat er da irgendwas entrostet oder so. Also man weiß gar nicht richtig, was er so macht im Garten. Und dann heißt es abends, ist er den ganzen Tag da durch den Garten gehühnert. Und der war ganz in seinem Element dabei, oder? Der war dabei total in seinem Element. Wie der hühnert da durch den Garten da. Ist er da am Rumhühnern. Weiß man aber gar nicht, was er da alles macht. Ist er da am Rum. Das ist ein sehr gutes Wort. Rumhühnern. Rumhühnern. Mache ich permanent in der Wohnung aktuell. Ja, bist du auch da. Oder heute, ich bin heute aus dem Haus und ich war so lange nicht mehr aus dem Haus, dass ich völlig vergessen habe, wo mein Auto steht. Ja, das kenne ich. Und dann bin ich wirklich 20 Minuten. Du kennst das. Ja. Ich habe es nicht verbummelt. Aber ich bin dann da durch die Straßen gehühnert, auf der Suche nach meinem Auto. Das ist so witzig, wenn man statt laufen einfach hühnert. Aber überhaupt so, wir haben ja schon mal, da komme ich jetzt auf den Namen, wir sind ja, wie gesagt, immer noch große Experten darin, Spitznamen zu vergeben, aber insgesamt habe ich den Eindruck, es wird weniger. Ne? Und ich kann mich erinnern, dass eben in der Zeit von als ich klein war, ne? Ja. Mein Vater zum Beispiel, der hat immer Freunde gehabt, die spezielle Namen hatten. Und so, und als Kind hat man ja früher mehr Kontakt gehabt zu den Bekannten seiner Eltern, weil es immer nur ein Telefon gab. Dann haben die immer alle angerufen. Oder die kamen einfach auch oft überraschend vorbei, weil SMS oder Nachrichten gab es ja alles nicht. Das heißt, musste anrufen, da ist dann der ans Telefon gegangen, der am nächsten dran war. Ja. Das war ich, der auch zu Hause mit seinen Eltern geübt hat, wie man ans Telefon geht. Stimmt. Musste dann rangesagt, Häufer Umlauf und so. Und dann war halt irgendwie, hallo, hier ist Flörsch. Hallo, hier ist Flörsch, ist dein Vater da? Und hat dann der Kumpel Flörsch. Der hieß Flörsch. Wie hießen die denn alle bei euch? Da Hühnchen, Flörsch. Hühnchen, Flörsch. Es gab noch Seemann. Seemann war Wirtschafter in so einem Etablissement. Den kannte mein Vater noch aus seiner Jugend. Ja, der hat immer die Leute rausgeschmissen. So ein alter Typ mit so einem Anker auf dem Unterarm. Und dann gab es genau einen, der sah aus wie Jürgen Tarrach in die Musterknaben. Vielleicht erinnert euch an den. So ein kleiner Halbplatz mit so... so rübergekämmt, ne? Genau, und der hieß Arno Müller. Und Arno Müller hatte eine Videothek. Der war einfach ein Freund von unseren Eltern. Und dadurch, dass der eine Videothek hatte, hatte der intern den Namen bei uns in der Familie, ohne dass der das wusste, Porno Müller statt Arno Müller. Und als der dann mal bei uns vor der Tür stand, hat also geklingelt, ich habe die Tür aufgemacht und da stand der und hat gesagt, hallo Name Jung, ist dein Vater da? Und dann habe ich, weil ich zu faul war, mein Zimmer war direkt neben der Haustür und das Wohnzimmer war weiter hinten und ich wollte nicht hinlaufen, habe ich durch das ganze Haus geschrien, Papa, Porno Müller ist da! Tja, und da war es dann raus. Da hat dann Porno Müller gewusst, wie er in unserer Familie genannt wurde. Hattet ihr es auch, dass er, wenn man dann früher seinen Schwarm angerufen hat, ne, wenn man so verliebt war in irgendeinen aus der Parallelklasse oder so, dann musste man ja auch da anrufen und da war halt nichts mit Handy. Ja. Und da hat man immer so Angst, dass die Eltern rangehen. Ja. Und dann, wie oft man da anruft, dann heißt es ja, Müller hier. Blub, aufgelegt, ne? 20 Mal am Tag. Ja, also meine Mutter hat mich da so richtig tyrannisiert, dass ich ordentlicher Telefonierer bin. Und ich sollte immer sagen, hallo, guten Tag, Frau Heinrich, das war mein Freund Nick. Guten Tag, Frau Heinrich, hier ist Jakob Lund. Ist der Nick denn zu sprechen? Das sollte ich sagen. Und meine Mutter hat schon, wenn ich gesagt habe, du, ich ruf mal den Nick an. Ja, aber mach das ordentlich, hieß es dann schon. Also mir wurde schon vorgeworfen, dass ich mich da nicht ordentlich melde. Und meine Mutter hat auch Freunde von mir verachtet, die haben gesagt, hallo, ist Jakob, ne?
Das hat sie verachtet. Und deswegen muss ich genau diesen Satz sagen. Guten Tag, Frau Heinrich, hier ist Jakob Lund. Ist der Nick da? Gab es Sachen, zu denen ihr, weil ihr kommt ja eigentlich auch aus so Haushalten, auch aus so einer Generation, zu denen ihr gezwungen wurdet von euren Eltern? Also Hobbys, zu denen ihr gezwungen wurdet oder Sport, zu dem ihr gezwungen wurdet, den ihr machen solltet, weil eure Eltern dachten, ihr solltet sowas mal machen? Also das Bizarrste, wozu ich gezwungen wurde, war, und jetzt stellt euch mich vor in einem weißen so Karate, Kampfsportgewand, es war aber nicht Karate, und dann so ein bisschen Spack drum gemacht, so einen weißen Gürtel natürlich auch nur, weil das ist der Beginn. Und dann war ich ab diesem Tag Kickboxer. Und dann war es so, dass meine Mutter gesagt hat, das ist super, da kommst du ganz in Bewegung und da ist nicht nur die Beine hier immer treten, sondern da ist auch mit den Armen ganz viel. Und dann war das so, dann bin ich dahin, wurde ich da schon am ersten Tag so, also 10-mal auf die Matte gedonnert und eins in die Schnauze und nach Haus. Und dann habe ich so berichtet, dass ich das nicht so cool finde. Und dann habe ich gesagt, jetzt machst du das erstmal, weil man muss da erstmal so 10-mal hingehen, um das überhaupt einschätzen zu können. Das finde ich immer gut, die Einstellung. So, weil meine Mutter auch immer gesagt hat, man muss bei jedem Buch, und das ist bis heute eine Regel, 30 Seiten liest man und wenn das dann noch kacke ist, dann darf man das aufhören. So, und deswegen wurde ich also gezwungen, bin dann da immer brav hingetrotten in meinem weißen Anzug und dem Gürtel, der, also wirklich, da war nur noch so ein Stück, also 2 Zentimeter war da noch übrig. Eigentlich normalerweise, glaube ich, in so Karatefilmen, dann knotet man die so und dann hängt da noch sowas über. Das war nicht der Fall. Und dann war es so, dass ich mir überlegt habe, okay, also beim Kickbox, ich krieg da ordentlich in die Schnauze, so richtig ins Maul reingehauen, dass ich gedacht habe, ich kaufe mir, und dazu konnte ich meine Mutter natürlich leicht überreden, weil ich dafür nur so eine gewisse Leidenschaft vortäuschen musste für den Sport, so einen Gesichtsschutz. Mhm. Das kennt man vielleicht auch so Trainingsübertragung vom Boxen, hat man so rot ist das meistens, ist alles gepolstert, der Mund liegt etwas frei, aber es steht ein Stück über, sodass alles geschützt ist. Und was hatte das zur Folge, dass die Leute noch wesentlich doller reingeprügelt haben, weil die ja sich gedacht haben, er hat ja einen Schutz, da kann ich jetzt richtig rein. Ja, richtig so, ja. Ne? Und dann haben die da noch schlimmer reingedacht, bis ich den dann einfach wieder abgenommen habe und gedacht habe, ich muss mich jetzt da irgendwie durchkämpfen. Und irgendwann, ich glaube so nach dem dritten oder vierten Mal, bin ich die Tasche gepackt, habe gesagt, so, ich gehe dann zum Kickboxen und habe dann eine Stunde im Park rumgehangen und habe das dann geschwänzt, weil es so schrecklich war. Wie so einer, der bei der Arbeit rausfliegt, das der Familie nicht erzählen will und morgens mit dem Anzug an zu McDonald's fährt. Ja. Ah, so richtig geschwänzt. Ich habe so eine Art ADHS, was so Jugendhobbys angeht. Bei mir waren es nicht die Eltern, die mich zu was gezwungen haben, sondern ich habe meine Eltern immer dazu gezwungen. Das heißt, ich fand zum Beispiel Roxette mega geil. Ne? Klar. Und das war so ein geiler Keyboard-Sound. Ganz kurz, Schmidti, für die jungen Zuhörer und Zuschauer, was war nochmal Roxette? Das war eine schwedische Pop-Kombo. Per und Marie Xell. Per und Marie Xell. Ich glaube, Marie ist leider gestorben. Ja. Aber das waren wirklich... Aus den 80ern, Schmidti, so alt bist du doch nee, gar das nicht. War ein doch, schön, das habe ich auch gehört. Ja? Das hat jeder Sleeping gehört. In My Car, das war genau die Zeit. Right. Klar, das war voll die Zeit. Ja, klar. Ja. Aber ich fand es damals schon scheiße. Nee, ich fand's mega geil. Mhm. Vor allem, weil die auch so geile Sinti-Sounds hatten. Mhm. Und dann wollte ich halt irgendwie eine Orgel oder irgendwas, habe ich mir gedacht. Ne? Und ich weiß nicht mehr, wie es genau kam, aber irgendwann haben mir meine Eltern halt ein Klavier gekauft. So, ich muss darum ich habe vielleicht dann auch Keyboard und Klavier verwechselt und was weiß ich. Auf jeden Fall stand dann irgendwann, ich habe so lange rumgezetert, bis ein Klavier im Wohnzimmer stand. Und ich wurde dann in der Musikschule angemeldet und ich habe in der ersten Stunde gemerkt, dass das richtig scheiße ist. Weil ich wollte dann Roxette spielen oder die Beatles wenigstens oder so irgendwas, so Pop. Und der kam aber mit Haydn oder mit Mozart, Beethoven. Ist ein Komponist, so. Liebe ProSieben-Zuschauer. Ja. ProSieben-Kultur. Ja. Und ab Stunde 1 gemerkt, ist es nicht. Aber jetzt stand dieses Klavier da und ich musste das wirklich ohne Scheiß, ich glaube, 3 Jahre durchziehen. Ach du Scheiße. Drei Jahre. Das ist aber, ja auch teuer, so ein Klavier. Das ne? ist aber letztendlich, ich schwöre euch, es ist die Haltung, die einem damit vermittelt wird. Du kannst vielleicht kein Klavier spielen und du bist jetzt auch kein guter Kickboxer. Aber du Spoiler liest, stimmt, ja. Du liest jedes Buch bis zur Seite 30 stimmt, und das machst du natürlich im übertragenen Sinne im ganzen Leben. Das habe ich so gar nicht gesehen, ja? Ja, naja, doch schon. Das ist eine gewisse Grundhaltung. Wenn du das dann willst, dann musst du das auch machen. Ich musste zum Beispiel zum Flötenunterricht und ich habe jetzt so ein Buch gefunden, wie meine Mutter so über meine Kindheit geschrieben hat. Da sind viele Geschichten drin, die ich euch vielleicht im Verlauf des Zeit mal gucken, ausgewählt noch erzählen werde. Eine Geschichte ist halt, sie sagte, ich habe Klaas jetzt beim Flötenunterricht angemeldet. Er hasst es.
Also sie wusste, dass ich von Tag 1 daran keinen Spaß habe. Hat sie dir das zu verstehen gegeben, dass sie praktisch, wenn du gesagt hast, das ist scheiße und ich hasse das, dass sie das annimmt? Sie hat so getan. Sie hat gesagt, das muss man machen. Dann stand dann, war dann auch so unempfindlich. Hat dann geschrieben, er kann schon 4 Noten. Und so, und alles in Ordnung und so. Und dann bin ich da ganz lange hingegangen und dann hat meine Oma mich irgendwann mal da abgeholt und dann weiß ich noch, wie die Tante, die uns da Flöten beibringen sollte, hat ganz am Ende der Stunde gesagt, auf den Boden legen, Notenschlüssel malen. Und dann mussten wir uns auf den Boden legen und Notenschlüssel mit Bleistift aus dem Zettel malen, so ganz so hintereinander, so wie in der Schule eigentlich. Und da hat meine Oma sich das einmal angeguckt, hat gesagt, da gehst du nie wieder hin. Echt? Und meine Oma hat mich dann da abgemeldet, hat zu meiner Mutter gesagt, den bringen wir da nie wieder hin. Die Frau kann überhaupt nicht mit Kindern umgehen. Mhm. Und das weiß ich noch, dass meine Oma dann wieder nach Wilhelmshaven gefahren ist. Und ich an der Tür Tschüss gesagt habe und zu meiner Oma gesagt habe, danke, dass du mich da rausgeholt hast. Und so. Und das aber diese Haltung zu sagen, du gehst da jetzt erstmal hin, du machst das jetzt. Ich musste auch zum Schwimmen. Ich war im Schwimmverein und ich habe das gehasst einfach. Ich bin da zum Schwimmen, fand ich noch ganz okay da, aber ich musste auch so Turniere mitschwimmen. Echt? Da musste ich irgendwie nach Rostrup oder so, weißt du, irgendwie so ein olles Schwimmbad da, morgens um 8 war ich da tropfnass bei 14 Grad in der norddeutschen Tiefebene, musste ich dann gegen andere Kinder so Schwimmunterricht machen, ich war immer der Letzte, das hat mich einfach nicht interessiert, ich bin auch nicht so ein Typ, ich will bei sowas gar nicht gewinnen. Das sind so Sachen, die habe ich dann irgendwie machen müssen und so. Und das, ich hatte so ein Gentleman's Agreement mit meinem Klavierlehrer irgendwann, der hat auch gemerkt, das hat absolut keinen Zweck, ne, mit dem Typ. So, und wir haben, jetzt konnte der auch nicht sagen, komm, wir lassen es einfach sein, wir sitzen hier eine Stunde ab und dann schicke ich dich wieder heim. Er kriegt auch Knete. Aber wir haben uns dann so geeinigt, dass er mir am Anfang eine Frage stellt und ich im Grunde eine Stunde lang antworte. Das heißt, er hat mich was Privates so im Grunde, ja, wie läuft zu Hause, so in der Art. Ich weiß nicht mehr, was man da irgendwelche 14-jährigen Jungs erzählt. Und ich habe einfach durchgelabert. Und ich schwör's dir, ich habe von dieser Stunde Klavierunterricht vielleicht 5 Minuten netto gespielt. Ja. So. Aber man ist immer schnell dabei. Also manchmal hat man vielleicht ein Kind, und da gibt es jetzt eine Geschichte, die ich gehört habe, die ich eigentlich ganz rührend finde. Aber vielleicht ein Kind zu Hause, was dann sagt, ich möchte dies oder das, 4, 5 Jahre altes Kind. Und man denkt natürlich bei ganz vielen Sachen, weil das eben ein ganz kleines Kind ist, ja, denkt man. Ne? Dann hast du das und einen Tag später liegt es in der berühmten Ecke und keiner passt es mal an, so die Sprüche, die man dann so hört. Jetzt habe ich aber ein Interview gehört von einem jungen Mann, das fand ich total toll, der mit 5 Jahren gesagt hat, er möchte gerne Fagott spielen. Gesagt, ich möchte bitte Fagottist werden. Und die Eltern haben gesagt, really? Okay. Und haben beschlossen, dass... Fagott ist sowas wie eine Oboe, oder? Ja, Fagott ist so ein riesengroßes Blasinstrument, wo du aber auch noch ganz viel noch drauf rumdrücken musst und so. Das ist ein sehr unhandliches, gab's bei sehr Rock schweres... Nicht, ne? Nee, gab's da nicht. Sehr schweres Instrument, auch nicht einfach zu spielen, für Kinder eigentlich sehr ungewöhnlich und so. Und hat auch ein gewisses Grundgewicht. Die Eltern haben aber gesagt, gut, wenn du Fagott spielen willst, dann ist das jetzt so, dann machst du das jetzt halt. Es kam noch eine Sache dazu, was das noch besonders macht, dass die Eltern gesagt haben, okay, dann wirst du Fagottist. Der junge Mann, über den ich spreche, hat keine Arme. Der ist zur Welt gekommen ohne Arme. Das heißt, es ist, selbst mit 15 wäre es für ihn eine Riesenherausforderung gewesen, dieses Instrument zu lernen. Mit den Füßen, mit irgendeinem. Dann haben die Eltern mal gesagt, okay, wir bauen jetzt irgendwie so einen Ständer hin, dass du das irgendwie dann doch spielen kannst und so. Und jetzt mach das dann mal. Und die haben dann so vertraut darin, dass der das auch weitermacht, dass sie ihn unterstützt haben und er auch tatsächlich dran geblieben ist, dass der bis heute seinen Lebensunterhalt mit dem Fagott spielen. Der ist mittlerweile Mitte 20, spielt im, glaube ich, Bundesjugendorchester. Ich habe leider den Namen vergessen, aber ein total sympathischer, extrem cleverer, total aufgeweckter, ganz interessanter Typ, der gesagt hat, die beste Entscheidung meines Lebens habe ich mit 5 getroffen. Und die kannst du natürlich nur treffen, wenn deine Eltern dich unterstützen in dieser Sache, weil das Logischste, 99% der Fälle heißt es halt, wir kaufen jetzt einen Fagott, bauen dann mit irgendeinem Erfinder da so ein Gerät, dass der da rankommt ohne Arme. Aber zu sagen, ja, ist jetzt nicht einfach für ihn, aber wenn er nun mal Fagott spielen will, dann machen wir das jetzt. Und der macht das dann sein ganzes Leben lang. Also da könnte ich heulen, wenn ich darüber nachdenke. Das stimmt. Ist doch schön, oder? Das Entscheidende ist ja, dass die Eltern dann genau dem Wunsch nachgekommen sind. Was bei deiner Geschichte eben untergegangen ist, dass du dir eigentlich wie Daft Punk so einen Synthesizer gewünscht hast und du hast ein Klavier bekommen. Ja. Und dasselbe ist mir analog passiert. Ich habe mir jahrelang einen Gameboy gewünscht und bekommen habe ich einen Rechencomputer. Und dann hieß es auch noch, gemeinerweise, ja, du hast dir das doch gewünscht, jetzt spiel da auch mit. Ja. Und dann habe ich so dämlich geglotzt, wusste auch rhetorisch nicht, was man da entgegnet, habe dann so 3x7, 21 eingetippt, nachmittagelang.
Aber wenn ihr sagt, dass die Eltern, dass das ja richtig ist, dass man irgendwie zum Beispiel 10-mal zum Karate gehen muss, damit man irgendwie sich ein Urteil bilden kann, vielleicht ist das hier auch das, was ich mitnehme für Baywatch Berlin. Und das ist der Grund, weshalb wir es jetzt hier noch durchziehen. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch jetzt nicht so eine Typen, die überall mal alles anzünden und dann woanders hinrennen. Ja. Das ist doch, das spricht doch nicht von einer charakterlichen Grundprägung, die auf die man stolz sein kann, wenn man hier das mal so ein bisschen so anmoderiert und dann geht man wieder, macht man hier wieder und da wieder und dann zum Beispiel dann wechselt man den Sender oder auch überhaupt auch dieses sich gegenseitig treu zu bleiben. Guck mal, wie lange wir uns schon kennen. Meinst du, ich habe euch die ganzen Jahre immer super geil gefunden? Was? Wieso nicht? Es gab immer mal Tage, auch Stunden, manchmal auch mehrere Tage, wo du mich, wo ich dich, wo wir uns gegenseitig nicht so geil fanden. Nee. Und dann aber nicht zu sagen, den schieße ich jetzt in den Wind und schicke die in die Wüste oder mach das alleine oder so und mach so dumme Sachen, so impulsgetriebene Sachen. Das liegt daran, ob man halt irgendwie die Fähigkeit, das Handwerkszeug irgendwann mal mitbekommen hat, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und deswegen sind wir noch zusammen. Und ich finde, das sagt dann schon viel aus. Im Grunde bist du für mich jetzt mittlerweile schon so wie so ein Onkel, dem man ein bisschen aus dem Weg geht, manchmal auf der Party, weil er zum Beispiel sehr langweilige Storys erzählt oder sonstiges. Aber man weiß, man kann nicht mehr ohne. Also ich kann ja auch nicht sagen, so, ich möchte jetzt nicht mehr, dass das mein Onkel ist. Ja, bist bei mir, du bist ein Familienmitglied. Ja, und die kann man sich nicht aussuchen. So ist es. Genauso sehe ich das übrigens bei euch zwei auch. Ja, das stimmt schon. Ja. Das ist vielleicht das Schönste, was wir hier gesagt haben. Das ist wahrscheinlich schöner Witz nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ja, und wer weiß, am Ende ist Baywatch Berlin mein Fagott. Ja. Und ich bin quasi der ohne Arme. Ne? Ja. Und der Klausi, der hat ja hier so Gerätschaften gebaut, dass du hier irgendwie herkommst. Ja. Ja, na klar, ich baue dir letztendlich baue ich dir nicht nur die Rampe, dass du mit deinem Meta-Skateboard darüber fahren kannst, sondern ich baue auch noch eine Anlage, die dich darüber schiebt. Ja. So. Also mittlerweile liegen hier so viele Meta-Ebenen übereinander, dass wir hier mal so richtig aufräumen müssten, um noch zu wissen, über was wir eigentlich gerade gesprochen haben. Aber zwischendurch sind nette Worte hier gefallen, verpackt in ganz viel Layer. Ja, ganz viele Layer übereinander, da kann man das machen. Ich möchte aber auch noch hier dieses Format hier nutzen, um... Format? Ja, so sagt man ja. Also hier dieses Fenster in unsere so Seele. TV-Knete, so was Waberndes, Undefiniertes. Ja, das möchte ich wenigstens dann nutzen, um, dass ich euch besser kennenlerne. Mhm. Dass wir was davon haben, weil so ist das ja mal losgegangen. Ich weiß jetzt ne? schon, es kommt eine Frechheit. Es kommt überhaupt keine Frechheit. Nein, es kommt 100%. Ich war so richtig, ich habe angefangen 100%. Zu lächeln und dachte, oh Mensch, jetzt wird's warmherzig. Ja, das ist sehr blöd gedacht. Es kommt keine Frechheit. Das ist mein Onkel, ich weiß, was er macht. Es kommt wirklich keine Frechheit, ernsthaft nicht. Das ist eine Sache, die ich glaube, mit einer gewissen Methodik... Jetzt glaube ich auch, es kommt eine Frechheit. ...kann man, glaube ich, was ich jetzt über die nächsten Wochen nochmal probieren werde, mit so gewissen Fragestellungen, wo man nah rankommt an Leute, indem die halt das preisgeben über sich. Und ich möchte zum Beispiel den Grad eurer Doofheit bestimmen, indem ich aber nicht euch irgendwie Quizfragen stelle oder so. Nein, ich werde es auch selber beantworten. Sondern einfach, ich möchte euch als Person und das, was hinter der Fassade ist, die ihr da aufbaut, was da zu sehen ist, indem ich euch Fragen stelle, wie zum Beispiel, wie abergläubisch seid ihr? Weil das für mich ganz viel freilegt darüber, wie ihr wirklich seid. Wenn ihr die Frage ehrlich beantwortet, krieg mal was übereinander raus. Wie abergläubisch bist du, Jakob? Also heute gar nicht, überhaupt nicht. Ich hasse auch Aberglaube, aber ich war der weltgrößte Michael Schumacher-Fan. Und ich hatte dann, als er dann zu Ferrari gewechselt ist im Jahr 1996, ein rotes Ferrari-Polo-Shirt. Und ich habe Stein und Bein geschworen, dass wenn ich dieses Shirt nicht trage, während ich zu Hause in Berlin-Wilmersdorf die Formel-1-Übertragung anschaue, und zwar jede, ausnahmslos jede, auch die um 4 Uhr morgens, und dabei so die Daumen gedrückt halte, ab dem Start, dass dann das ein ganz schlechtes Rennen wird. Und obwohl er sich trotz meines Shirts und meiner Daumen auch irgendwie einmal in Silverstone die Beine gebrochen hat, habe ich nicht aufgehört, so da zu sitzen. Ich habe fest daran geglaubt, dass das wichtig ist. Du hast bei RTL, vor RTL auf der Couch gesessen, hast die Daumen gedrückt und hattest ein rotes Shirt an. Exakt. Sehr cool. Ich hatte mal einen Motorroller. Aus der Ferrari Michael Schumacher Edition. Oh, sehr gut. Ja, das war ein roter Motorroller von irgendeiner Firma. So, es war so ein Schrottding eigentlich. und da stand überall Michael Schumacher Edition drauf. Ja, und der gut. war knallrot, sehr auffällig. Und man wurde damit an jeder Ampel verarscht. Von irgendwelchen Leuten. Ja, war gar nicht cool. Ja. Also so abergläubisch bin ich. Ja, den habe ich dann auch irgendwann kaputt gemacht. Da bin ich über den Parkplatz gefahren, habe so einen Bordstein nicht gesehen.
und bin dann mit so 40 km/h auf diesen Bordstein und bin so 4 Meter geflogen und bin dann in so einen Fahrradständer reingeknallt mit dem Kopf und der Helm steckte in dem Fahrradständer drin. Ich konnte den Kopf da rausziehen, der Roller lag so blinkend kaputt auf mir und dann kam so eine Gruppe junger Deutschrussen, die ich kannte aus meiner Schule, oh ja, kamen so auf mich zu, beugten sich so über mich und sagten, Motorroller ist im Arsch, ne? Das war mein heftigster Motorrollersturz. Okay, das ist dein Aberglaube. Ja. Okay, und jetzt hast du aktuell noch Aberglauben? Ich glaube nicht, nee. Nee. Gar nicht? Nein, ich denke nicht, nee. Ich weiß nicht warum, aber ich vermute, du bist abergläubisch hier und da. Ich schwör's dir, 0%. Wirklich? 0%. Ich habe wirklich auch überlegt jetzt nochmal, während Jakob gesprochen hat und... Gar nichts. Habt ihr so ein kein Horoskop, kein ja, ja Aberglaube, ewig, ja, kein Ritual. Auch keine Glaubenssätze, so wenn ich das mache, dann passiert das oder so? Nee. Früher mal gehabt? Nee. Also meinst du, wenn ich nett zu anderen Menschen bin? Nee, dann manchmal kommt das ja. Zurück, du meinst doch eher so, das ist so Karma. Dreimal Tür abschließen oder. Ja, na, es gibt so Zwangshandlungen, gibt es natürlich, das nochmal ein bisschen was anderes. Die haben aber auch mit Aberglauben zu tun. Das stimmt, ja, keine Ahnung. Ich bin zum Beispiel morgens mit dem Fahrrad, also wenn ich zur Schule gefahren bin, bin ich durch so einen Kleingarten gefahren, da war so eine Tür, die sich so aufgeschwungen hat. Wenn man in der richtigen Geschwindigkeit gegen diese Tür mit dem Fahrrad gegengefahren ist, blieb die hinten hängen. Mhm. Da hingen die so am Zaun fest und dann war die auf. Dann war es ein guter Tag. Dann war es ein guter Tag. Dann musste man wirklich so ganz exakt touchieren, diese Tür, dass die also nicht wieder mit zu schwungvoll an den Zaun knallte, weil dann schwang die wieder zurück, ja, hinter dem Fahrrad. Entweder hat man die selber ans Fahrrad geknallt bekommen oder hinter einem ging die wieder zu. Und da wusste ich, da kann ich eigentlich wieder umkehren. Bist du abergläubisch? Nee, jetzt überhaupt nicht mehr. Aber es gibt ja Leute, die sich wirklich nicht mal trauen, sich in der Kirche abzumelden. Die Kirchensteuer zahlen, da gar nicht wissen warum, die also keinen Bezug dazu haben, das vielleicht auch gar nicht gut finden oder so. Die sich aber nicht trauen. Also Leute, die im Prinzip in der Lage sind, sowas zu überblicken. Achso, weil die richtig Angst haben, dass Gott dann böse ist. Genau. Die könnte ja doch sein. Die haben Angst, dass ihnen ein Klavier auf den Kopf fällt aus dem zweiten Stock. Mhm. Und die würden es vielleicht so auch nicht zugeben. Und es gibt Menschen, die... aus ideellen Gründen eigentlich sich aus der Kirche abmelden, weil sie vielleicht sagen, ich fühle mich nicht so, ich finde auch die Verwendung der Kirchensteuer vielleicht nicht so, wie ich das selber gut finde, ja, und ich möchte das gerne eigentlich nicht zahlen und so. Die treten aber nicht aus, weil sie denken, dass ihnen dann der Blitz beim Scheißen trifft. Und das ist doch irgendwie interessant und sagt viel aus. Ich glaube, so am ehesten habe ich das in unserem Beruf, dass wenn man auf die Quote wartet. Ich habe so das Gefühl, dass wenn wir abends, wir kommen aus einer Aufzeichnung raus, ja, und denken dir, das war mega geil, es hat mega Bock gemacht, mhm, das wird 15%. Also das wird ein Oberhit. Wenn man das ausspricht, mhm, kann man garantiert, kriegt man am nächsten Tag 5-6%. Und deswegen, stimmt, ja, das wird mir oft als Negativität ausgelegt, auch in der Firma, weil ich immer versuche so, ach, das war wieder nix. Ah, das wird nix. Und das brauche ich, damit... Das hat aber nicht nur was mit Aberglaube zu tun, das gibt es ja oft das im Leben. Das nennt man Pessimismus. Nein, das ist nein, sich selbst vor Enttäuschung bewahren. Genau. Das hat ja nicht immer nur mit Aberglaube zu tun, sondern es hat was damit zu tun, sich nicht hineinzudenken in etwas, was dann irgendwann so eine Größe annimmt, dass man so richtig von der Realität dann umgeschlagen wird. Und heißt das aber jetzt die Wahrheit? Ich schreibe euch ja auch immer, wenn die Konkurrenz groß ist oder so. Also wenn, ja, irgendwie auf einem anderen Sender was läuft, was bestimmt viele gucken, dann kriegt ihr von mir vorsorglich eine SMS, damit ihr wisst. Und das, meine Denke ist dabei gar nicht so negativ, sondern ich will nicht morgen aufwachen und bin enttäuscht. Ja, das so, ich habe mich schon aufs Schlimmste eingestellt. Ja, so das was an, ja, genau. Und da muss man immer aufpassen. Das ist noch ein anderes Problem, das kann man auch mal besprechen. Das ist dieses Problem von, inwiefern hilft es einem, glücklicher zu sein, wenn man den Teufel an die Wand weilt. Weil manchmal holt man ja auch nur Leute rein in seinen Horror, damit man nicht so alleine ist mit seinen dunklen Gedanken. Bei mir ist das manchmal scheißegal, was irgendwo läuft. Jetzt konkret an diesem Beispiel, da kriege ich eine SMS und denke, was? Und ich habe vielleicht dann gar nicht drüber nachgedacht und denke, ach so, ja stimmt, ja morgen. Ah ja, mhm. So, und alleine, dass du dann alle in deinen Wahn mit hineinziehst, hast du natürlich das Gefühl, du bist jetzt so eine Art Schicksalsgemeinschaft. Und die bist du dann ja auch, ne? Weil ja, aber bei dir ist es ähnlich. Du, ja, machst es nicht negativ, aber du redest es dir schön. Das kommt bei dir auch oft vor, dass du sagst so, ja Leute, es ist doch scheißegal. Also, ja, wen juckt das denn jetzt? Genau wie jetzt mit Baywatch Berlin. Ja. Du sagst, Leute, was habt ihr denn gedacht? Das ist ein Podcast im Fernsehen, ist doch scheißegal. Ja, bei mir ist es ja auch oft scheißegal. Ja, das glaube ich dir sogar. Aber das ist deine Art, damit umzugehen. Ja. Bei mir, nein, ist es so, Leute, passt auf, das wird wieder, nee, nichts. Das ist, weißt, nein, da, nein, das liegt aber, nein, weißt du, woran das liegt? Weißt du, wie wir das beide nennen, wenn du so bist? Ja. Dann bist du für uns, das ist für uns was, wo wir sauer drüber sind, mhm, der gütige Klaas. Ja. Dann bist du so ganz gütig und
und so ganz in deinem Zen. Und da kriegen wir manchmal richtig so einen Halt. Das mache ich ja. Auch wenn wir ablästern wollen über irgendeine andere Sendung. Und da bist du so ganz gütig. Nein, aber das mache ich ja manchmal. Das ist eine Mischung aus der Wahrheit und aber auch, weil ich weiß, dass ich euch damit irre mache. Ne? Wenn ich, also wenn ihr über irgendwas lästert und ich sage, Leute, leben und leben lassen, lasst sie doch so. Ne? Ist nicht euer Humor, für euch ist es auch nicht gemacht. So Sachen sage ich dann. Ne? Und ich weiß natürlich, dass ich euch damit irre machen kann. Aber ein großes Ding ist, und das nervt mich nämlich an dir besonders, und du wirst manchmal mit reingezogen, weil du bist so ein nervöser Typ manchmal und du bist halt so ein Mecker-Typ. Manchmal sagst du provokant negative Sachen und du wartest dann darauf, dass einer sich davon angepiekst fühlt, zum Beispiel ich, der dir dann eine halbe Stunde lang erklärt, dass es nicht so schlimm ist, wie du tust, weil du das natürlich gerne hören willst. Ja. So, und das ist ein Teil der Wahrheit. Und dann lässt du dir so, das ist so ein bisschen wie so, ja, nicht Suicide bei Cop, sondern so Optimismus bei Freund. Weißt du, so, du lässt dich so anschreien mit Optimismus, damit du so ein bisschen was da bei dir hängen bleibt. Und das finde ich eigentlich gemein. Du weißt ganz genau, dass ich grundsätzlich in mir ruhe und dass mich das triggert, wenn du immer nur das Haar in der Suppe suchst. Aber am Ende übernehme ich deinen ganzen negativen Kram und du bist derjenige, der in seiner eigentlich ja vorher schon extrem leckeren Suppe jetzt nicht mal mehr ein Haar hat. Aber ich bin derjenige, der halt den ganzen Müll dann übernimmt und ich bleib dann so zurück und ich soll dann mit meinem Optimismus meinen eigenen Hof kehren. Und da hilft mir dann keiner bei. Und wenn ich dich anrufe und sage, das ist aber scheiße, dann sagst du, ja, ist scheiße. Stimmt. Und das ist dann dein Kommentar. Also du hilfst mir in dieser Hinsicht nicht und jeder kriegt dann auf einmal so eine Rolle. Und bei mir ist aber tatsächlich so, dass es meine Überzeugung manchmal ist, dass es egal ist. Weil am Ende ist das halt so, ist doch scheißegal, wann das läuft. Und das gilt für ganz viele Sachen. Und das nehme ich dir halt oft auch nicht ab. Doch. Du sagst uns, Leute, es ist doch egal, wen interessiert das oder lass den doch machen. Und dann merkt man so, einen Tag später kommt so, hast du die Quote, also hast du da eine Kuh? Nein, das muss man einfach einordnen. Es gibt bestimmte Sachen, die sind mir wirklich egal, weil ich das Gefühl habe, wenn du das zu sehr zum privaten Problem erklärst, dann bist du auch nicht gemacht dafür. Du musst halt was anderes machen. Wenn dich das so nervt, dass du den ganzen Tag damit jetzt rumrennst, also meistens ist es dann wieder relativ schnell wieder gut bei solchen Sachen. Wenn ich jetzt Leute schön oder netter rede oder egaler rede, als sie sind, dann mache ich das, um euch zu ärgern. Weil ich genau weiß, dass ja, vor allem, wir haben ja so eine SMS-Gruppe oder WhatsApp-Gruppe, ne? Und dann will man sich über irgendeine andere Sendung aufregen oder über irgendwas, was der bei Instagram gemacht hat oder was auch immer. Ja, das weiß ich ja meistens so, nicht. Und dann vorher wir los und dann kommst du immer so, Leute, wen interessiert, ich guck das doch nicht. Ja, immer ist so diese zynische Art. Lass es doch so. Ich guck das aber wirklich auch. Richtiger Spielverderber. Ja, ich weiß. Das mache ich dann aber auch gerne, weil ihr Blödköpfe, ihr könnt ja auch mal euch mal ein Buch nehmen. Ihr müsst ja auch nicht den ganzen Tag immer nur scheiß Fernsehen gucken, was ihr hasst. Könnte doch auch mal jemand. Da hatten wir gestern die Diskussion drüber. Da ging es wieder über schlechtes Fernsehen. Ja. Und da haben wir gesagt, da muss man, das war unser Statement, das ist auch wie in einer Ehe, da kannst du auch nicht sagen, so, ja. die Frau, die nervt mich jetzt da, ich muss jetzt, die schicke ich auf eine einsame Insel, ich lass mich scheiden. Sondern da muss man durchhalten, wie beim Karatekurs. So. Ja. Und, oder beim Kickboxen. Und genauso ist es mit dem Fernsehen. Man muss auch die Scheiße mitmachen und die Scheiße durchleben und die Scheiße auch gucken, damit man seine Absolut. Liebe ausdrücken kann. Ja, kann sein. Das gehört zu dem Medium dazu. Da ist mal nicht alles gut. Manchmal gehst du auch in den Garten und dann freust du dich abends wieder aufeinander. Also man kann auch mal was anderes machen. Weißt du, was ich da dir antworte? Wenn du das nächste Mal so einen kleinen Geheimtipp wieder hast, ne? Dann habt ihr das mal gehört da. Das weiß ich ja jetzt, damit kann ich dann umgehen. Das heißt, ab sofort kommen jetzt keine Tipps mehr. Aber ganz ehrlich, ich probiere mir wirklich, und das ist mit euch zwei nicht einfach, und das ist aber meine echte Überzeugung. Und mir geht's gut damit. Das werde ich jetzt entscheiden für mich, ob ich dir das glaube. Mir geht's gut damit. Ich probiere mir halt dieses Richten über Egal-Kram so, damit höre ich jetzt auf. Wie, also du hörst ab jetzt auf? Nö, habe ich ja schon. Das schaffst du niemals. Das hältst du dann nie durch. Das ist wirklich. Ich muss dir nur ein Video von Person X zuschicken, so. Da rastest du aus, da schnell dir der Kampf. Nein. Ich müsste dir nur einen ganz speziellen Podcast jetzt anmachen. Ja. Und dann sagt meine Mutter wieder, du würdest so erwachsen wirken, weil du dich hier suggerierst. Ja, aber guck mal, wie du jetzt hier schon wieder austickst, merkst du das nicht? Man muss hier einfach mal mit dem ausgestreckten Zeigefinger, den man so ein bisschen in den Bauch pieksen und schon bist du hier eine Tretmine, Schmidt. Merkst du das selber nicht, wie nah am Ausraster du gebaut bist? Du musst doch merken, dass das nicht normal ist, was du hier schon wieder abziehst. Jetzt haben wir hier richtig Hörer. Ich sage, ich möchte mal ein bisschen positiver aufs Leben blicken und da hier geht hier aber der Zünder hoch, du. Meine Güte. Da muss man doch selber merken, dass man ungesund unterwegs ist. Du musst mal ein bisschen, also ich weiß nicht, wie viel Sport du noch machst, aber irgendwas musst du dir mal suchen.
Komm, nochmal. Du musst mal ein bisschen Sport machen, Schmitty. Du musst dich mal ein bisschen am Zippel reißen. Du musst mal wieder ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft werden. Wir sind nicht das geworden, was wir mittlerweile sind im Jahr 2020. Nach Ausschussverfahren, weil wir irgendwann erkannt haben, was alles scheiße ist und am Ende ist das Tolle übergeblieben. Nein, es geht darum, das Gute nach vorne zu schieben. Heute bei The Biggest Loser. Thomas Schmidt, gewinnt er den Kampf gegen die Pizza Salami? Wie kamen wir denn jetzt von Aberglaube zu einem Schmidt-Diss? Weiß ich nicht, weil wahrscheinlich hast du es dir so ein bisschen verdient. Das sind ja so diese Junkie-Streits, die wir haben, ne? Irgendwann sagen wir, nein, doch, und irgendwann schreibt man sich nur noch an und irgendwann geht es gar nicht mehr um den Inhalt, sondern um die Art, wie man streitet. Das sind die Streits, wo man eine halbe Stunde später nicht mehr weiß, worüber hat man eigentlich geredet. Das Schöne hier ist, hier kann man ja wie in so einer Therapiesitzung einfach mal zurückspulen und sagen, na, wer hat denn wirklich angefangen? Und das gucken wir uns mal an. Ich habe hier einfach meine Besonnenheit dargestellt und jetzt werde ich hier attackiert. Wir gucken uns deine Besonnenheit einfach mal an in der nächsten Woche und werden dann berichten, wie das so ist. Ja. Ja, wir führen jetzt mal ein Buch. Ne? So ist das gut, mach das mal. Ja? Ja, können wir machen, gerne. So, was gibt's noch? Ich persönlich freue mich über jeden, der sagt, Mensch, auf meiner Lieblings-Podcast-Plattform, da abonniere ich Baywatch Berlin. Ja. Oh, da freue ich mich drüber. Da freue ich mich auch drüber, ja. Das kann man machen, oder? Ja. Ja. Ja, total. Ja, gerne. Warum nicht? Weil ihr, liebe Podcast-Hörer, jetzt kann man es ja mal sagen, ihr seid uns immer noch die Liebsten. Ja. Und ich werde jetzt mein Instagram hochjazzen. Echt? Ja, ich muss das öffentlich sagen, damit ich da nicht wieder zu faul bin. Du hast jetzt da was vorgenommen. Für mich ist das sehr anstrengend. Ja, ich will da jetzt richtig 5 Millionen Follower haben. Wirklich? Ja, ich habe. Weiß hast du einen nicht. Plan? Weiß nicht, wie viele. Du musst uns mal besser vertecken. Du hast mir vorhin vorgeworfen, dass ich die Plattform hier nicht nutze. Ich weiß nicht, wie man verteckt. Und du machst immer, das bringe ich dir bei. Ja. Also das ist wirklich schlimm. Du hast da deine Follower und wir dimpeln da rum wie die Karl Arsch. So. Ja, aber ich habe auch noch nicht so viel. Ich muss, guck mal, das Ding ist, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache das wie viele so witzige Leute so. Mhm. Ich mache, weil man muss ja mal Fotos dazu machen. Das hält mich wahrscheinlich davon ab, Instagram zu machen, weil man immer so ein Foto noch machen muss. Und das ist mir eigentlich zuwider. Ich habe immer das Gefühl, was ich da mache, das muss ich selber auch gut finden. Das steht mir aber als Instagram-Held, steht mir das ja total im Weg, weil alle Leute, die total erfolgreich sind bei Instagram, denen ist ja scheißegal, was sie posten. Ne? Ja. Das ist ja der große Vorteil, der große Erfolgsgarant ist einfach drauf loszuposten wie ein Wilder. Und dann ist es super. Und da muss ich mir noch so ein bisschen frei von machen. Ich habe jetzt aber so einen Trick rausgekriegt, wie man, glaube ich, bei Instagram gut performen kann. Weil ich finde zum Beispiel auch, wenn ich so richtig ein tolles Bild von mir habe, so ein tolles Selfie, wo ich so richtig schön gucke. Mhm. Also wo ich echt gut gucke und es ist vielleicht noch gerade so eine Abendsonne auf mir. Ich kann es auch noch ein bisschen bearbeiten dann. Ne? Dass ich also so richtig gut aussehe. Und dann wäre es ja eigentlich zu peinlich, dieses Bild bei Instagram hochzustellen, weil es eitel ist. Wäre ne? sehr eitel, ja. Aber wenn ich da jetzt einen witzigen Gag drunter mache. Ah. Weißt du, dass ich dann so tue, als wäre es eigentlich ironisch. Aber dann trotzdem dieses schöne Bild von mir mache. Zum Beispiel, also, ja, guck mal, was ich hier für ein hässliches Hemd anhabe. Aber eigentlich sehe ich insgesamt so voll geil aus. Ah, oder du sagst so, besser nicht zu lang in die Sonne starren. So was in der Aua, Art. Aber du denkst eigentlich nur, guck mal, ich sehe. Es machen aber ganz viele, auch so Comedians und so. Ja, ja. Die machen so geile, man merkt so richtig, das ist das 17. Bild von sich. Die haben 17 Anläufe genommen und das, was jetzt da gepostet wurde. Vorher wurden so 10 Liegestützen gemacht, damit der nackte Oberkörper so angespannt ist. Ich glaube, so muss man das machen. Also es muss einem erstmal, also jetzt als Insta-Star, was ich dann ja, ich muss das ja irgendwie werden ansonsten. Ja. Ich meine, guck mal hier und mitten in der Nacht hier bei ProSieben laufen, das kann ja nicht mehr lange gut gehen. Nee. Also ich muss ja langsam gucken, dass ich mal ein Bein ans Deck vom nächsten Schiff. Auf das Pferd sollten wir nicht setzen. Ne? Das ist das Ding, ich sitze mal. Bald so in Piratenklamotten da und interviewst irgendwelche anderen Heinis, so weißt du, ne? Ja. DCTB-Shop. Ja. Kurz davor, letzte Ausfahrt. So ist es, genau. Und deswegen muss ich jetzt schnell ein Bein ans nächste noch funktionierende Schiff an Deck kriegen, das mich praktisch mitnimmt, die nächsten Seemeilen in der Medienwelt. Das heißt also, Lektion 1, es muss mir einfach persönlich, privat, scheißegal sein, was gepostet wird. Absolut. Es muss einfach jeden Tag eine Story sein, egal ob ich was erlebe oder mehrere. Nicht. Mehrere. Und wenn ich einfach nur irgendwelche Steine filme oder irgendwelche Baumrinde, es ist völlig egal. Man kann einfach irgendwas filmen, zwischendurch ein Bild von mir, wie mir geil irgendwas ins Gesicht scheint, Lampen oder Sonne. Und darunter schreibe ich irgendwie irgendwas von Phipps Asmussen, damit das wieder aufhebt. Ja. Und vertext uns. Dann vertagge ich euch. Dann werden nämlich Schmitty und ich auch deine Insta-Boyfriends und machen immer die Fotos von dir. Ach ja. Können wir machen. Wir können ja mal so machen. Ich nehme mir verschiedene Outfits mit, so wie ich das schon mal beschrieben habe. Ne? Ja. Ich mache mir so einen ganzen Kleidersack fertig. Ja. Und dann gehen wir irgendwo hier in Brandenburg auf eine Wiese, wo man jetzt nicht sieht, dass das in Brandenburg ist. Ne?
Ist gut. Weißt du, dass man sich da hin, dass es so ein bisschen feiner aussieht, wie in so einem Golfclub oder so. Ah, ich kenne einen Golfclub, da können wir mal fragen, ob wir da... Und dann mache ich verschiedene Outfits und dann, dass wir die ganze Woche schon mal so ein bisschen durchstellen. Finde ich gut, aber ich bin im ersten Schritt zufrieden, wenn du überhaupt mal was postest. Ja, ne, man muss mehr als 3 Fotos haben. Ja. Drei Fotos, das... Hältst du das durch? Machst du jetzt eine Woche lang jeden Tag ein Posting? Nee, ja. Ja, ja. Ne? Oder machst du? Jeden Tag. Ja. Genau, jeden also Tag. Ab morgen... Freitag zählt's. Ja, ich flexe. Du flexst. Ich werde flexen. Ich mache einen weirden Flex auf Insta. Okay. Ja, mal schönes gucken. Schlusswort. Ja, mal gucken, was passiert, oder? Ja, ich lese auch immer alle Nachrichten und sowas. Also ich lese das schon. Ich höre immer von anderen Leuten, dass das teilweise so viele Nachrichten sind, dass man die gar nicht alle lesen könnte. Höre ich manchmal. und da denke ich mir, oh, pff, echt? So viele sind jetzt auch nicht. Also man kann schon, wenn man will. Naja, ist egal. Komm, Leute, wir machen hier den Sack jetzt zu, ne? Herr ja. Truss, haben Sie noch was zu bemelden jetzt hier zum Ende? Es ist kurz vor 10. Ich wünsche euch jetzt allen wunderbaren Start in den Tag. Ganz egal, was Sie machen, ob Sie schon auf der Arbeit sind oder die Mittagspause schon mit den Hufen schart. Wir hören uns wieder morgen bei 102,2 Berlin mit dem 50-50 Mix, oder Katjana? Ja, so sieht's aus. Und am Montag ist natürlich wieder Baywatch Berlin. Da ist Max Giesinger zu Gast. Ja, hilft ja nichts. Und ich meine nicht Baywatch Berlin, sondern Late Night Berlin. Und Schmidti, nochmal kurzes Schlau-Update. Was ist los? Lass uns jetzt mal beenden. Ja. Gut, alles Gute. Tschüss, machen Sie's gut. Ciao.